gibt's Belohnung. Wir kriegen ja hier ein rege Treiben mit, ja, andauernd kommen welche, bringen was, andere Leute holen was ab, super. Ja. Keiner muss was bringen, keiner muss was mitnehmen, ja. Keiner muss auch tauschen, man darf auch einfach so kommen, ja, und was nehmen. Viele Leute haben zu Hause aufgeräumt und die haben jetzt von 14 bis 17 Uhr heute am 3. Dezember die Möglichkeit, was sie aufgeräumt haben, hierher zu bringen und auf den Tisch zu packen, und überhaupt alle Leute haben die Möglichkeit zu gucken, was sie gebrauchen können. Wir bringen uns jetzt hier gerade zwei Kinderwagen, sind das nicht? Mhm. Toll. Genau. Und die haben sie jetzt auch irgendwie. Ja, die waren alle im Keller gelagert, ganz genau. Ja. Ja. Und der Tag X, ja, dass die nochmal gebraucht werden, kommt nicht. Ne? Ja. Und deswegen kann man die auch weitergeben, weil die funktionieren noch. Ja. Okay, sie sehen jetzt nicht, die müssen ein bisschen entstaubt werden. Sie was gebracht, die, ja, Frau? Ja. Das ist ein Notenständer. Ein Notenständer, ah ja, super. Das muss man denn. Notenständer kann man sich auch in die Küche hinstellen. Ja, wirklich, also ganz toll. Nehmen Sie auch was mit oder haben Sie nur. Ja, ich nehme auch was mit. Ja, Weihnachtsbaumanhänger aus Holz, finde ich sehr schön. Hat sie mitgebracht, aha. Aber auch die Saugnäpfe, um Fensterdekorationen zu befestigen. Aha. Auch das hat sicherlich. Interessenten, könnte ich mir vorstellen. Fensterbilder? Fensterbilder zum Aufkleben, was? Zum Aufkleben, unterschiedlichste Sachen. Aha. Ja, eine schöne bunte Mischung an weihnachtlichem Dekokram und Bastelkram. Du sammelst Briefmarken hier heute. Für Bethel. Für Bethel, was? Nach Bethel geschickt. Und dort in den Werkstätten werden die wieder aufbereitet. Und dann verkauft. Das ist eine Riesenaktion seit weiß ich wie vielen Jahren, dass man Briefmarken einfach so nach Bethel schicken kann. Ihr macht hier heute noch Licht. Genau, muss es erst ein bisschen dunkel werden, damit wir das Licht anknipsen können. Wohnung finden. Ich muss ja, wenn Sie sehen, das ist ein. Bitte. Du sammelst, ist ja eine ungewöhnliche Sache. Ja. Du sammelst jetzt verbrauchte oder gebrauchte oder leere. Ja. Naja, das kam daher, weil ich einfach bei mir zu Hause mal ausgemistet habe und eine riesen Kiste voll alter Stifte aller möglichen Art gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, oh, was mache ich? Das ist so schade, die alle in den Müll zu hauen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe zwei Möglichkeiten rausgefunden. Das eine ist für kaputte Stifte, also Kugelschreiber, Textmarker, Korrekturflüssigmittel und sowas. Die kann man zu TerraCycle, heißt das wohl, geben. Ich sammle das auch und immer wieder hier Tauschringe oder so. Die werden entgegengenommen. Das ist eben für Stifte, die nicht mehr funktionieren und die, wo dann auch ein bisschen Geld in gemeinnützige Sachen fließt. Und das andere ist für noch funktionierende Stifte, vor allem Bleistifte, Farbstifte oder funktionierende Kugelschreiber und Textmarker, die von der Aktion Stifte stiften dann sortiert, verpackt werden und an Schüler in anderen Ländern, oft verschiedene Länder in Afrika und anderen Regionen, und damit Schülern ermöglichen, einfach in die Schule gehen zu können, schreiben zu können. Es ist erfahrungsgemäß immer sehr viel da. Die meisten Leute wissen erst dann genau, was sie zu Hause hätten mitbringen können, wenn sie einmal hier waren. Die kommen wieder. Ja? Für die meisten ist es so, wenn sie es einmal gesehen haben, fällt ihnen sofort ein, was sie zu Hause haben für die nächste Veranstaltung. Wie lange geht es heute noch? Die Veranstaltung offiziell bis 17 Uhr, damit sich Publikum untereinander trifft. Aber ich denke, ich werde bis 20 Uhr hier sein, weil die Kirche ja auch sehr schön beleuchtet wird. Ja.